Willkommen zurück zu Pokémon Crystal Randomizer Nuzlocke Challenge, meine Freunde. Im letzten Part haben wir die Shiggy-Kanne geholt und jetzt spritzen wir diesen Baum zu, damit es überhaupt mal weggeht. Offscreen habe ich auch ein paar Superbälle geholt und meine Pokémon trainiert. So, jetzt sollte ein Muggelbaum kommen und nein, ein Dotri. Okay, wegen der Randomizer also. Na gut, dürfen wir leider nicht fangen. Leider, leider. Denn wir haben hier Sauger schon gefangen. Und, ja, also, ist ziemlich okay. Aber Leute, ich mach kurz einen Cut. Irgendwie ruckelt die Aufnahme. Aber wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Gut, Route 37. Hier dürfen wir ein Pokémon fangen. Machen wir jetzt auch mal. Bitte irgendwas Geiles wie Lugia oder so. Hätte ich echt ziemlich gerne. Und es... What the... Junge! Wie geil! Ein Mewtwo! Alter, ja bitte, Mann! Das hätte ich echt ziemlich gerne. So, Sauger, bitte nach vorne gehen. Boah, Level 13 aber. Konfusion, bitte nicht sterben. Okay, Sauger, halte bitte alles aus. So, sofort Schlaf, Bruder. Sofort aber. Boah, ja, bitte, Mann, das wäre so ein geiles Psycho-Pokémon. Ey, komm schon, Rankenhieb. Oh, Junge, bitte, ja, Mann, das wäre so geil. Ist zwar kein Lugia oder so, aber trotzdem ein fucking Mewtwo. Oh, es benutzt Barriere. Schon mal relativ gute Attacken. Oh, er ist im roten Bereich, so, sofort Schlafpuder. Leute, wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's mit Kristall. Ja, was Dummes ist passiert. Und zwar habe ich vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Das heißt, ihr habt verpasst, wie ich Mewtwo gefangen habe. Ja, ich habe es gefangen. Ich habe 5 Superbälle verbraucht. Ist ganz okay, aber... Ja, also wir haben Mewtwo gefangen. Ich habe es Goku genannt. Ist ein guter Name eigentlich. Ich meine, Mewtwo ist mega stark und... Ja, der Name passt einfach und, ja, ist alles gut. Sauger hat etwas kassiert, war fast sogar tot, aber wir konnten ihn gerade so noch retten und, ja, war eigentlich ziemlich nice, ne? So, wir müssten hier eigentlich ein paar Trainerplatten machen. Ich glaube, die beiden haben wir nicht herausgefordert und nein, Nora und ich arbeiten immer zusammen. Na gut, dann werdet ihr auch zusammen verlieren, nicht wahr? Ein Rosana, okay. Da gehen wir doch mit Natsu schnell ran. Sauger wäre keine gute Option hierfür. Saitama, bitte geh wieder zurück. Das ist keine gute Idee. Du musst hier weg. Schnell Natsu nach vorne. Okay, zieht nicht viel ab. Da benutzen wir mal Feuerschlag. One-Hit-KO, so wie wir es von Natsu erwarten eigentlich, ne? Was anderes wäre auch nicht akzeptabel hier gewesen. Leider kein Level-Up, aber dafür hat Saitama was bekommen. Eine Rassaf, das wäre zum Beispiel ein super Gegner für unser Mewtwo, aber leider haben wir es nicht im Team. Ja gut, dann hole ich mal Kimimaro wieder nach vorne. Kimimaro haben wir lange nicht mehr angefasst und der braucht auch mal etwas Training hier. So, Kimimaro, setz mal bitte Donnerschlag ein. Oh, geil, er wurde paralysiert, das heißt, wir sind schneller. Okay, Rasaf benutzt nur Raserei, ist jetzt nicht so krass eigentlich, ne? So, einmal Ruckzuckhieb und Rasaf sollte down sein. Easy. Wirklich total easy hier gerade. Nora und Jo. Ein wenig zu stark. Ein wenig, ich bin der King hier, Alter. So, der Typ war, glaube ich, ein Psychotyp, oder? Sieht so aus von den Sprites her. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Ich hoffe nicht. Ich meine, das ist eine Randomizer. Also wie hoch ist die Chance, dass er irgendwie so ein
Psycho-Pokémon hat irgendwie. Psycho Laurent möchte kämpfen. Und er schickt ein, ja okay, ein Hypno. Das perfekte Pokémon zum Schlafen zu bringen. Ja, das Pedo-Pokémon schlechthin. Es verschleppt kleine Kinder in Wälder. Und sofort Zeit haben wir rausholen, weil Gift-Typ ist nicht gerade sehr gut, ne? Hätten wir jetzt Biss, hätten wir Hypno eventuell Two-Hit killen können, aber wir haben leider immer noch nicht Biss oder Knirscher. Ich glaube, Biss lernt Krokodok, ne? Haben wir leider nicht, aber sollten wir, glaube ich, ab Level 21 oder 22 lernen. Dauert also nicht mehr lange und what the fuck, wie viel zieht das gerade denn ab, bitteschön. Krokodok, du kommst zurück, das lohnt sich einfach nicht. Natsu, versuch mal dein Glück, Junge. Okay, bis jetzt pennen wir schon mal nicht. Das ist ziemlich gut. Falls wir irgendwie schlafen sollten, wäre das echt total scheiße gerade. Aussetzer, das ist nicht so gut. Feuerschlag wurde blockiert. Geil, du mich auch. So, Glut. Hoffentlich bringt das noch was. Aber reicht nicht. Scheiße. Jawohl, Hypnose geht daneben. Das ist ziemlich gut. Nochmal Glut drauf und dann sollte Hypno auch sterben. Easy. Geschafft. Ich wollte ehrlich gesagt mit Krokodok irgendwie da keine Risiken setzen, sag ich mal. Ich bin nicht so der Risikotyp hier. So, Take City oder Teak City. Hier sollte die vierte Arena sein und warum. Achso, ich wollte schon sagen, warum kann ich hier nicht laufen, Mann? Hi, ich bin Bill und wer bist du? Takiro, du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Kapsel ermöglicht auch Tauschhandel in der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Zentren zur Verfügung stehen. Ich muss zurück nach Ducatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss. Eigentlich eine ziemlich geile Idee, ne? Ich meine, dass man irgendwie mit der Vergangenheit tauschen kann. In den zukünftigen Spielen ist das was Alltägliches, aber damals war das total neu. War eine geile Erneuerung eigentlich. Ob das in Pokémon Gold und so auch so war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir holen erstmal schön unser Mewtwo nach vorne. Ich würde es gerne trainieren. Gut, was lege ich denn dafür ab? Ich würde eigentlich schon gerne dieses Ei ausbrüten eigentlich, ne? Ja gut, Natsu ist einfach viel zu stark im Moment. Der kann eine Auszeit gut gebrauchen, würde ich sagen. Das sollten wir gut hinbekommen. Und da würde ich doch schon gerne hier Goku holen. So, ein super starkes Mewtwo. Kann man alle mal gut gebrauchen. So, ist überhaupt Goku hier geheilt? Ja, ganz unten Goku. Schön geheilt und... Was haben wir eigentlich in diesem scheiß Ei drin, Mann? Ein Togepi oder so? Ich würde gerne das Ding zum Schlüpfen bringen, also mache ich kurz einen Cut, Leute. So, es ist soweit. Da steht hoch und unser Ei fängt an zu zerbröseln. Was für ein Pokémon kommt denn da raus? Togepi, oder? Also im Normalfall. Yo, wie nice! Ein Akani? Ja, okay, das sieht man auch nicht alle Tage. Akani schlüpft aus dem Ei. Warum nicht? Warum nicht? So, einen Spitznamen. Ja, da habe ich schon einen Spitznamen parat. Und zwar will ich ihn hier Ace nennen. Feuerfaust Ace, ne? So, geil, da hätten wir einen Akani. Wollte ich sogar am Anfang haben. Habe ich jetzt auch. Ist ziemlich geil, das Pokémon. Biss und Brüller kann es und die Werte sind auch ziemlich okay.
Ja gut, die Frage ist jetzt, wollen wir dann Natsu im Team behalten oder hier Ace haben? Ihr könnt entscheiden, Leute, schreibt es einfach in die Kommentare, was ist denn euch lieber? Ein Akani, was Schaufler und so kann, oder ein, Natsu, welches Feuerfaust und so kann. Movepool bei Natsu ist eben nicht so krass geil, aber dafür bei Ace schon, aber ja, ihr könnt entscheiden, Leute. Ich persönlich hätte gerne Ace im Team, aber ja. So, erstmal Pokémon heilen gehen, ne? Wie sieht denn Krokodok aus? Ne, haben wir geheilt. Okay, wir haben geheilt, das ist gut. Dann würde ich hier gerne eigentlich die Kimono Girls herausfordern, damit wir die VOM Surfer bekommen. Und mal gucken, was für Pokémon die haben. Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Gerne doch. Kimono Girl Edith möchte kämpfen. Und ein Potrot, okay. Eigentlich ein ziemlich geiles Pokémon. Richtig tanky. Verdammt geil das Teil. Wir versuchen mal erstmal Doppelkick. Ja, zieht nicht viel ab. Obwohl das sogar Volltreffer war, ne? Was ziemlich krass ist. Die Verteidigung von Potrot ist enorm. Aber Geduld ist da echt gut. Ich meine, okay, Potrot kann jetzt auch nicht sehr viel in dieser Generation. Aber so als Competitive kann es echt nervig sein, ne? Umklammerung jedes Mal, das geht einem schon auf den Zeiger, würde ich sagen. Doppelkick wieder. Jedes Mal Doppelkick. Mann, die Umklammerung, Alter, wie krass die mich gerade abfuckt gerade. So, Zugabe hört auf, wir versuchen mal die Hornattacke. Ah, hat nicht ganz gereicht. Schade. Zugabe nochmal, okay, du willst also mein Horn spüren. Kann ich dir geben. Zack. Und du bist down. Oh, du bist sehr stark. Ja, erzähl mir was Neues. So, du bist an der Reihe. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Ja, das will ich doch hoffen. Jetzt bin ich echt gespannt. Die Kimono Girls in Heart Gold und Soul Silver waren echt stark und, okay, diese hier sind einfach nur Lappen. Sie haben nicht so krass gute Pokémon gerade. Ich meine, ein Enton, hallo, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Da würde ich gerne Kimimaro wieder trainieren. Er braucht einfach die EP, Leute. Wir sollten aber auch Goku trainieren. Obwohl, ich könnte Goku offscreen trainieren. Ich meine, ja, er hat jetzt nicht den größten Movepool irgendwie. Aber das sollte reichen und natürlich sind wir verwirrt. Ich meine, die Chance, verwirrt zu sein, ist sehr gering und wir werden natürlich verwirrt. Ja, toll. Selbst verletzt. Ey, ich habe so ein Glück, Leute. Richtig hartes Glück. Ey, wir sind nicht mehr verwirrt. Wir haben wirklich Glück. Auch ich kann mal Glück haben hier. So, sehr effektiv. One-Hit-KO. Das ist doch ziemlich gut. Fast Level 21 hat leider nicht gereicht, aber hey. Oh, beinahe fast hätte ich dich gehabt. Nee, nicht wirklich. Ich habe genug Pokémon hier am Start. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Ah, okay, so eine Beauty-Tusse. So wie man sie aus YouTube kennt, ne? Linda also. Okay, ein Meryl. Schon wieder so ein Wasser-Pokémon. Ja gut, nicht ernstzunehmende Gegner hier gerade am Start. Finde ich wirklich schade. Aber ändern kann ich das auch nicht, ne? So, mit unserem Ultrigaria können wir hier einiges an Schaden anrichten. Beispielsweise mit einem Rankenhieb, ne? One-Hit-KO sollte drin sein. Ist es auch, geil. Ja, wir haben schon ein ziemlich geiles Team eigentlich hier am Start. Ich meine, Goku, Sauga, Krokodok, alles gute Pokémon, ne? Ace jetzt auch zum Beispiel. Verdammt geil. Ich kann mich echt nicht beschweren, ne? Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Klar, gerne doch. Aber ich hätte echt gerne zum Beispiel so ein Flug-Pokémon wie, keine Ahnung, Skorgla oder so. Wäre auch geil, so ein Bodenflugtyp. Hätte schon was Geiles. So, ein Voltoball. Sieht man auch nicht alle Tage. So, Hornattacke. Boah, ich habe echt Angst, dass die irgendwie Finale einsetzen und dann mein Pokémon weg ist.
das ist immer so ein Risiko, wo ich denke, so, bitte nicht, Mann, bitte nicht, geh weg. So, Wilma hätten wir auch besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. Ja, Standard, ne? So, und die letzte hier. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Das will ich mal hoffen. Lore möchte kämpfen. Und ein Feuerriegel, okay, ein Johto-Starter. Ein ziemlich geiles Pokémon eigentlich. Hätte ich wahrscheinlich am Anfang geholt, aber ich habe mich doch für Kanimani entschieden, weil es ist mein Lieblingsstarter. Und naja, Feuerriegel war so ein Pokémon für mich, was sehr spät erst gut war. Am Anfang war es nicht so der krasseste Starter aller Zeiten. Da fand ich schon Glumanda viel besser. Und natürlich brennen wir. Die Chance zu brennen ist ja auch ziemlich hoch, ne? So, Aquaknarre ins Gesicht. Ja, hätte fast gereicht. Oh, Rauchwolke. Er will unsere Genauigkeit runterziehen. Ja, ob der das schafft, ich weiß es nicht. Nein, wir gewinnen. Easy. Wisst ihr, jeder kriegt irgendwie Erfahrungspunkte und steigt ein Level auf, aber Krokodok nicht. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja, hält sich so in Rahmen, ne? So, alter Mann, gib mir deine VM. Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm sie es. Nur zu, nimm es ruhig. VM3. Geil. Okay, jetzt sollte das Surfer sein. Das ist Surfer, genau. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Und das lernt natürlich Krokodok. Wo ist denn VM3? Hier, Surfer. So, direkt beibringen, Krokodok. Dafür machen wir aber wahrscheinlich dann, Aquaknarre einfach mal weg. Jap, vergessen bitte. Moment mal. Raserei. Ich mach mal Raserei weg. Das ist jetzt nicht so eine Attacke, wo ich sage, ey, voll krass und so. Aquaknarre ist so ein Backup, falls Surfer mal zu Ende geht. Also falls ich keine Punkte mehr für TM habe. Also, falls ich keine Punkte mehr für Surfer habe, habe ich einfach mal Aquaknarre so als Backup. Ist, glaube ich, mal eine gute Entscheidung gewesen. Falls nicht, könnt ihr ja schreiben, hö, verscheiße, Mann. Aber ich denke schon, dass das relativ gut war. So, meine Pokémon sind wieder topfit, das höre ich doch gerne. So, was wollte ich dann überhaupt machen gerade? Moment mal. So, er kann jetzt Surfer. Saitama ist vorne, Saitama holen wir wieder zurück. Wir holen dafür mal Kimimaro wieder nach vorne. Er braucht etwas Training, ey. Und wir sollten zu den Ruinen gehen. Da stand mal so ein Turm, was abgefackelt ist. Gibt's auch eine eigene Story dazu? Werde ich vielleicht irgendwann mal erläutern, aber joa. Ich heiße Eusin. Ich bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Suicune. Und wer bist du? Takiro, schön dich kennenzulernen. Ich hörte, dass Suicune hier in der Turmruine ist, also wollte ich es sehen. Aber wo genau ist es? Ah, ich habe da schon eine Ahnung. Es ist unten und da ist unser Rivale, das heißt Rivalenfight. Hier sollten, glaube ich, auch Pokémon auftauchen und tatsächlich, welches Pokémon kommt denn zu uns? Oh, ein Ditto? Ja, bitte. Ey, das wäre eine ziemlich geile Idee eigentlich. Ich könnte so oft ich will, theoretisch gesehen, Eier produzieren. Obwohl, darf man das bei einer Nuzlocke-Challenge? Eier machen und dann ausbrüten und dann random Pokémon haben? Es wäre auf jeden Fall eine geile Idee. Ihr könnt natürlich so asozial sein und sagen, hey, nee, darfst du nicht benutzen, Mann. Aber ich hätte schon gerne ein Ditto, um Kinder zu machen. Also um Pokémon-Babys zu machen. Das wäre echt verdammt geil.
So, direkt Schlafpuder erstmal. Nein, du dummes Stück Scheiße, Mann. Das wollte ich machen. Scheiß die Wand an. Okay, habe ich irgendwie Aufwecker oder so dabei? Natürlich nicht, Alter. Ich bin immer so geizig und kaufe mir nichts. Ah, toll, Mann, toll. Giftpuder, okay. Ich bin am Pennen, Leute. Da kannst du mich mal. Und wir pennen immer wieder und immer wieder und immer wieder. Leute, ich spule mal kurz vor, weil das dauert mir echt zu lange gerade. So, jetzt schläft mein Gegner endlich mal. Da setzen wir Rankenhieb ein. Sollte jetzt nicht so effektiv sein. Genau, zieht auch wenig ab. Das ist gut. Das können wir echt gut gebrauchen. So ein Ditto, Alter. Und dann random Eier machen. Ey, das wäre so verdammt geil. Ich habe mir eigentlich auch schon gewünscht, irgendwie so ein Ditto zu finden. Und jetzt kommt ausgerechnet ein Ditto. Ist zwar kein Legi, aber damit hätten wir Chance, einen Legi auszubrüten. Ich meine, wir haben einen Arcani ausgebrütet, Leute. Oh, Volltreffer, das ist jetzt ziemlich gut. Bitte nicht aufwachen. Okay, es schläft noch tief und fest. Jetzt sollten wir einen Superball schmeißen. Und hoffentlich geht er rein. So, Superball, go! Komm schon, Ditto, geh rein. Verdammt, es will nicht rein. Ah, das ist echt scheiße gerade. Und ich penne natürlich wieder. Geil, dankeschön. Ich versuche mein Glück mal immer noch weiter hier. Diesmal war es mehr. Das ist gut. Das ist echt gut. Aber wir haben genug Bälle. Irgendwann muss es ja mal reingehen, oder? Ah, verdammt. Es war schon wieder sehr knapp. Leute, ich glaube, ich schneide das etwas mal zurecht. Also, mal gucken. Mann, jedes Mal ist das so verdammt knapp, ey. Endlich ging er rein, Alter. Das hat so lange gedauert. Aber endlich haben wir es geschafft. Ditto. Trifft es auf ein anderes Ditto, bewegt es sich. Schneller als gewöhnlich, um es exakt nachzuahmen. Okay, Spitzname gerne doch. So, welcher Spitzname würde dann zu einem Ditto passen? Moment mal. Casanova. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich nenne es mal so. So, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.